Radio SAW. Stars hautnah. Das Radio SAW Interview. Isaac, hier bei uns im Funkhaus. Grüß dich. Grüße, hallo. Du bist also unser Kandidat für den Eurovision Song Contest 2024. Wie fühlst du dich damit? Ich fühle mich ganz gut. Gibt Schlimmeres, wie man in Ostwestfalen sagen würde, ne? Kann man mal machen. Ja, okay. Wie bereitest du dich jetzt auf diesen Augenblick vor, in dem du weißt, zig Millionen Augen sind auf dich gerichtet, zig Millionen Ohren hören zu? Naja, das ist, ich bereite mich darauf vor, indem ich das komplett ausblende. Weil in dem Moment checkst du es eh nicht. Also ich habe ja jetzt schon ein paar Mal so vor einer Kamera performt, wo ich dann theoretisch wusste, da sind so und so viel tausend oder vielleicht sogar Millionen Leute, die sich das jetzt gerade angucken. Aber das checkst du in dem Moment halt einfach nicht. Du bist halt auf der Bühne und auch das Publikum, sind viele Leute da, aber du bist halt irgendwie auf einer großen Bühne. Du hast viel Licht auf dieser Bühne und auch viel Licht, was auf dich kommt. Und das Publikum wird eben meistens nicht beleuchtet. Und dadurch stehst du in einem, ja, sehr privaten Raum irgendwie, weil das Publikum, du hörst es zwar, aber solange du performst, sind die oftmals irgendwie leise oder vielleicht klatschen sie, das kriegst du dann mit so, aber du siehst sie auf jeden Fall nicht. Ja, also wie unter der Dusche quasi. Ja, genau. Hast du denn trotzdem so ein bisschen Angst vor diesen berühmten Zero Points, vor den Nullpunkten? Nee, da habe ich keine Angst vor. Was ist so dein Tipp, was hast du für ein Gefühl? Was könnte es werden? Das weiß ich nicht. Damit beschäftige ich mich gar nicht. Okay. Aber so sehr absichtlich, weil ich denke mir halt so, ist völlig latt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war richtig nervös. Ich war richtig nervös vor dem deutschen Finale. Weil wir haben halt auch schon monatelang darauf hingearbeitet und wir haben viel gepokert und ganz viel von der ganzen Strategie hing alles davon ab, dass das da was wird. So, und da habe ich gedacht, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann reiße ich mir den Arsch auf. Da war ich komplett. Und als wir das geschafft haben und als es da dann hieß, ich habe jetzt das deutsche Finale gewonnen, so, ja, jetzt ist, weißt du, wir performen vor 250 Millionen Menschen. Angenommen, die Hälfte oder selbst 90% finden es kacke. Ja, dann sind halt immer noch 25 Millionen potenzielle Leute irgendwie da, die das mögen könnten. So, und von daher denke ich mir so, ja, so what? Mir ist wichtig, dass ich da irgendwie einen Auftritt hinlege, wo ich über mich selber sagen kann, nee, das finde ich gut, das finde ich ehrlich, das finde ich, weiß ich nicht, authentisch, cool, was auch immer, dass ich in 10 Jahren zurückblicken kann und einfach sagen kann, nö, das war gut, so wie der Auftritt war und nicht wie mein Auftritt im Kontext des ESCs gewesen ist. Okay, ich frage trotzdem nochmal andersrum. Mit welchem Platz wärst du zufrieden und würdest am Ende des Abends sagen, okay, das ist in Ordnung? Egal, völlig egal. Jeder Na Platz. Gut. Also man hört, du hast eine kräftige Stimme. Ja? Kannst du mal ganz kurz die Nummer ansingen, damit wir auch wirklich alle wissen, es ist er wirklich, der Isaac? Hey, ich habe gerade neulich mir die Nummer rückwärts angehört, weil ja viele Gerüchte rumgehen, dass ich ein Satanist sein soll oder Illuminati. Ach so, und dann dachte ich mir, vielleicht finde ich Hidden Messages in meinem Lyrics, wenn ich es rückwärts abspiele. An einer Stelle sage ich ganz deutlich, würde ich meinen, das nicht Jesus. War ich auch so, oha! Und da habe ich halt gerade bei diesem das klingt fantastisch lustig. Da muss ich demnächst mal irgendwas drüber posten. Dann mache ich und das ist irgendwie sehr, sehr funny. Aber du darfst gerne mal vorwärts singen, wenn du möchtest. Ja, ich kann vorwärts singen. Muss kurz so. I'm always on the run, 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 run. Close but never done, 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 done. I can break out when I'm free, lost in my own identity. I'm on the run, 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 run. I'm always on the run, na, na, eh, run, na, na, eh. Ist übersteuert? Ziehe meinen nicht vorhandenen Hut. Danke. Mal, wie oft hast du jetzt schon gehört? Mensch, er hat schon so ein bisschen eine Stimme wie der Rag & Bone Man. Das habe ich oft gehört, aber mich beunruhigt das gar nicht, weil ich höre auch genauso oft ganz, ganz viele andere Namen. Also zum Beispiel? Halt, ja, ganz oft kommt vor Dermot Kennedy, Louis Capaldi, James Arthur kommt teilweise auch vor. Ganz lange Zeit war auch so Ed Sheeran. Das konnte ich aber nicht ganz nachvollziehen, vor allem von der Stimme nicht nachvollziehen, weil okay, der ist ja auch sehr dünn und irgendwie auch ein anderer Ton so.
Und hier dieser, wie heißt er? Der dieses I lose control. Wie heißt er denn? Hier dieser, weißt du, wen ich meine? Kennst du den? Lose Control von. Das ist so ein geiler Dude mit krassen Tattoos. Der sieht aus wie ein Gangster, der hat so Tattoos im Gesicht und so ein Vollbart und so. Ach, Teddy Swims. Teddy Swims, ganz genau. Ja. So. Und dadurch denke ich mir halt auch so, dadurch, dass so viele Vergleiche da sind, klar ist es halt einfach eine rauchige Stimme, eine kräftige Stimme so. Und da wirst du halt einfach mit allen verglichen, die irgendwie auch eine kräftige Stimme haben. Und dadurch, dass wirklich nicht, 90% irgendwie alle auf den gleichen gehen und sagen, ja, der klingt genauso wie der, klingt genauso wie der. Nicht genauso, aber ich fühlte mich dran erinnert an den Rag & Bone Man so ein bisschen. Ja, genau. So, von daher ist es für mich vollkommen fein. Ja. Wir möchten wissen, wie dein Auftritt beim ESC dann aussehen wird. Stichwort Bühne. Stehst du dann alleine? Passiert da noch ein bisschen mehr? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ich werde den größten Teil auf jeden Fall alleine sein. Aha. Es wird am Ende noch Leute geben, aber die sieht man auch nicht so richtig. Das ist mehr so Silhouetten, Magic, bisschen mit Secret. Okay, wir lassen uns überraschen. Was hat sich jetzt in den letzten Tagen so geändert, seitdem du den Vorentscheid gewonnen hast, außer dass du 100.000 Interviews geben musst? Boah, also ehrlich gesagt, also jetzt die Woche war krass, so waren wir viel unterwegs. So, wir sind Montag mussten wir von Hamburg nach München fliegen, weil halt auch Bahn halt überall gestreikt hat. So. Und seitdem bin ich halt wirklich nur unterwegs, wirklich super eng Termin an Termin und Radiostation, TV, bla, überall schnell rein und schnell wieder raus und wie so ein Banküberfall. Aber davor muss ich ganz ehrlich sagen, war auch viel los, aber viel am Telefon, viel über Zoom, viel am Laptop irgendwie. Und da war ich halt die meiste Zeit zu Hause und konnte ehrlich gesagt viel ruhen. Also klar, man hatte viel zu tun, viel am Telefon, viele Gespräche, so viel Strategie mit dem Team, mit dem NDR, mit allem drum und dran so. Aber im Großen und Ganzen war ich bei meiner Familie. Ich hatte irgendwie bis Anfang der Woche hatte ich, glaube ich, seit dem Vorentscheid 3 Auswärtstermine, glaube ich. Und das war's. Okay, nur das geht ja noch. Ja, finde ich auch super. Aber jetzt sieht das halt ein bisschen anders aus, ne? Also ich habe schon Kalender gesehen, die nächsten Monate, holla die Waldfee. Also schon. Wenn du das Ding noch gewinnst, frag nicht. Frag nicht nach Sonnenschein. So, aber trotzdem, viele Menschen reden jetzt über dich und philosophieren natürlich darüber, wie weit kommen wir damit jetzt beim ESC. Liest du dir diese Artikel über dich und auch Kommentare in den sozialen Medien durch oder sagst du, es ist mir egal? So ein bisschen was kriegt man auf jeden Fall mit. Ich habe viele Zeitungsartikel gelesen, und ich muss sagen, die Zeitungsartikel, die sind ja durchweg positiv. Also ich habe echt wenig negativ. Ich habe einen einzigen negativen Artikel, glaube ich, gelesen. Und der war richtig sauer. Aha. Und sonst habe ich wirklich, sogar die Bild hat einen richtig schönen Artikel über mich geschrieben, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja fast der schönste Artikel von der Bild. So, also sehr. Ich habe sogar einen Satz gelesen, da dachte ich, okay, alles klar, jetzt geht's richtig. Da habe ich einen Screenshot von gemacht. Da heißt es Isaac der Demütige. Oh. Damit kannst du leben. Ja. Nee, also, und ja, Kommentare, da sind viele Pappenheimer, die machen da irgendwie, die sind irgendwie komplett sauer und machen da eine sehr persönliche Sache raus. Aber ich sage halt auch so, das meiste von dem kann ich überhaupt nicht lesen, weil ich mir auch nicht wirklich die Zeit nehmen kann, da so viel nachzulesen. Ich bin meistens eben nur auf Instagram, um einmal kurz irgendwie hochladen, kurz mal Nachrichten checken, bla. Und es ist ja einfach wirklich viel momentan. Und ich denke, das ist einfach eine Win-Win-Situation für alle Situationen, weil die Pappenheimer, die sauer sind, die müssen ihre Wut ja irgendwo loswerden und das machen sie dann bei Social Media, adressiert an eine Person, die es nicht lesen wird, zu 90% der Fälle wahrscheinlich, und damit kurbeln die meinen Algorithmus an. Ja. Und dadurch wird das irgendwie alles ein bisschen größer, obwohl die versuchen, das klein zu machen, und das ist halt irgendwie fair, finde ich. Ja, ja, any promotion is good promotion, ne? Ja, richtig. So, du bist halb Isländer und hast deswegen wahrscheinlich auch so eine tiefe, raue Stimme, oder? Weiß ich nicht, ob das viel damit zu tun hat. Ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass ich in meinem Leben sehr, sehr viel Alkohol getrunken habe und immer am Rauchen gewesen bin. Seit kleiner Junge war ich immer am Rauchen und ich habe Straßenmusik gemacht. Ich glaube eher, dass es daher kommt. Kannst du Isländisch? Nur Bruchstücke. Guten Morgen. Góðan daginn. Guten Nacht. Góða nótt. Das geht doch. So, always on the run. Spiel mal vom ersten Tag an, weil schöne Nummer, muss man ja mal sagen. Ja, es gibt nicht jeden ESC-Song spielt man ja als Radio. Ja, manchmal denkt man sich auch so, was ist denn das jetzt? Was haben sie sich dabei gedacht? Ja, und der Song hat gewonnen, sofort, nächsten Tag, ab damit.
Ja, stark. Musste sein. So, mega. Da geht es ja um so schlechte Sachen, die du so lange wegschiebst, bis alles über dich hineinbricht oder hereinbricht. Mhm. Was sind das so für Sachen? Na, viele verschiedene Sachen. Also es ist wirklich viel. Es zieht sich durch jeglichen Lebensbereich. Aha. Wirklich viel, alles. Also es ist halt ein ständiger Begleiter. Ob das jetzt in einer Beziehung ist oder irgendwie mit sozialen Interaktionen oder irgendwas wegen irgendwelchen Projekten, die man irgendwie noch fertigstellen müsste oder irgendwas mit, im Prinzip alles. Mhm. Ein Kollege möchte in deinem neuen Song auch das Tröten eines Elefanten gehört haben. Ja. Ist das so? Ja, das ist richtig. Ja, ja. Was soll das und wo kommt das her? Was soll das? Stark. Was soll das? Was fällt euch ein? Nee, wir haben halt grundsätzlich einfach bei diesem ganzen Song haben wir halt, es haben so viele Faktoren da reingespielt und wir haben versucht einfach eine Welt zu öffnen und wir haben viel so bei diesem, wir haben viel so das Bild von einer Wüste irgendwie vor Augen gehabt. Und deswegen, man hört auch so stampfende Füße in, ich weiß nicht, ob man das registriert, wenn man nicht weiß, dass das stampfende Füße sind, aber so in der Rhythmik ist auf jeden Fall auch so eine Art Marschieren drin. Und deswegen haben wir so ein bisschen versucht, so ein bisschen Afrika-Vibes aufzugreifen und haben uns dann eben auch dem natürlichsten Sound gewidmet, den es da auch irgendwie zu hören gibt. Und das sind Elefanten. Und das hat super eingepasst, fand ich. Und ich mag es generell. Also ich habe auch ein paar andere Demos, die jetzt nicht veröffentlicht sind, wo wir auch grundsätzlich so mit Tiergeräuschen gearbeitet haben. Ich finde, das sind die natürlichsten Instrumente, die es gibt. Ja. Ich meine, wer weiß schon, was eine Giraffe für Töne macht, ne? Ja, keine Ahnung. Deswegen der Elefant. Ja. So, jetzt mal was ganz Privates. Du hast ja, habe ich gehört, mit einem Küchenhobel vor ein paar Wochen eine Fingerkuppe abgehobelt. Ja. Wie begabt oder unbegabt bist du in der Küche? Also mit Messern kann ich ganz okay. Aber das war halt so, meine Frau war halt weg und ich war mit den Kindern alleine zu Hause und dann habe ich mit ihr telefoniert und habe mir gesagt, so, ich mache heute eine Suppe. Und dann meinte sie, du benutzt doch hier den Nicer Dicer, den hat sie neu zu Weihnachten bekommen und die Kinder mögen das ganz toll, dann damit zu helfen und die Sachen da so durch zu, so zum Gemüseschnippeln ist ja extrem geil. Ja, und dann habe ich mit der Möhre angefangen, dachte ich mir so, ja, ich hatte das noch nie benutzt, das Ding, und dann war ich halt irgendwie so, habe ich die Möhre gehobelt. Was ich nicht wusste, ist, du hast eigentlich so einen Aufsatz, den du auf das Gemüse raufsteckst und was du dann mit der Hand festhältst. Und du hast einfach reingedrückt beim Daumen. Das Ding hatten wir auch, aber ich habe die Möhre halt einfach mit der Hand festgehalten und immer so nach Gefühl, oh, jetzt wird's knapp, und dann bin ich immer vorsichtiger geworden. Und irgendwie bei der dritten, vierten Möhre oder so, weil der hobelt schneller als mein Gehirn und dann war auf einmal, aber das war auch blitzeblank, ging das ab, ne? Also du hast auch, ich habe später noch mein Stück Fingerkuppe da aus dem Ding rausgefischt und da war auch kein Tropfen Blut dran, ne? Also es war halt so, zack, war das durch. So schön zu Weihnachten, das war noch nagelneu, dreimal benutzt, super scharfe Klingen. Holla, die Waldfee. So, jetzt haben wir alle Appetit auf Mittag her. So. Wir sind nochmal kurz in der Geschichte. Mit 16 hast du bei X-Factor mitgemacht und bist auch relativ früh wieder rausgeflogen. Mhm. Was war das so für eine Erfahrung? War das auch so ein Moment, wo du gesagt hast, auch vielleicht ist das doch nichts für mich? Oder hast du gesagt, nee, jetzt erst recht? Nee, das war schon so ein jetzt erst recht. Was heißt jetzt erst recht? Also es war von vornherein war schon klar, dass Musik mein Ding ist. Das wusste ich schon als kleiner Junge und das war halt ein Weg, den ich... wo mein Vater tatsächlich mich raufgebracht hat, mich da anzumelden. So, der war dann so, hey, ich habe gehört hier, irgendwie Fernsehshow X-Factor, hast du nicht Lust, dich da zu bewerben? Und deswegen habe ich das dann letztlich gemacht. Und auch wenn ich so mit vielen Sachen da irgendwie vielleicht nicht ganz pari war, bin ich grundsätzlich mit dieser Erfahrung einfach mega happy. Dass ich habe viele Sachen über mich selbst gelernt und das war ja auch so, du hattest dann so den ersten Hype. So, das war das erste Mal, dass so ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich gelenkt worden ist. Und das war, glaube ich, auch super gut, dass ich das in dem Alter gemacht habe. Es war der perfekte Zeitpunkt, weil dann gab es den großen Hype und dann in dem Moment denkst du ja naiv, jugendlich, ja, das ist jetzt mein Leben. Das wird nie wieder enden. Und dann endet das aber doch ganz schnell und du fällst irgendwie in ein sehr tiefes Loch. Und ich glaube, dadurch, dass ich noch irgendwie mich nicht selber um Sachen kümmern musste und noch zur Schule ging und bei meinen Eltern gewohnt habe und so, das hat, glaube ich, alles sehr, sehr viel gebracht, dass ich da relativ heil aus der Nummer rausgehen konnte und doch eine Menge für mein gesamtes Leben lernen konnte aus der Situation. Und bist auch ein bisschen früher von der Schule gegangen, abgebrochen? Also ich habe halt gewartet in Nordrhein-Westfalen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier ist, aber in Nordrhein-Westfalen hast du halt Schulpflicht, bis du 18 bist und ich habe halt schon, als ich 12, 13, 14 war, habe ich gesagt, du, ich ziehe jetzt Schule durch, bis die Schulpflicht beendet ist und dann breche ich ab und dann habe ich irgendwie Fachabitur, habe ich dann angefangen zu machen und an meinem 18. Geburtstag habe ich dann gesagt, tschüss. Oh.
Und erfolgreich abgebrochen. Und auch nicht bereut. Nee, 0%. Null. Okay. Noch nie. So, jetzt bist du aber, haben wir schon erzählt, Papa von 2 Kindern, du hast eine Frau. Wie sieht euer Familienleben aus? Wie oft seht ihr euch in letzter Zeit? Na, wie gesagt, also wir waren ja jetzt, ich war jetzt viel zu Hause so, jetzt war ich eine ganze Woche weg. Und, aber ich war vorher auch schon relativ, also kommt ein bisschen so auf die Zeit an, was gerade so los ist. So in der Regel würde ich sagen, ich bin schon im Monat so 1 bis 2 Wochen vor dem ESC so außer Haus gewesen, so roundabout, meistens unter der Woche. Aber grundsätzlich auch sehr, sehr viel zu Hause und dann auch wirklich zu Hause. Das heißt, andere Leute, die gehen irgendwie von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr arbeiten und sehen dann die Kinder 2 Stunden, bevor sie ins Bett müssen oder so. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mehr von meinen Kindern habe als viele, in Anführungszeichen, normale Arbeiter. Ja, Pendler, die nur am Wochenende da sind zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Stell dir vor, du sitzt mit deiner Family, mit deiner Frau, mit deinen Kindern am Abendbrottisch, es läuft Radio und es kommt plötzlich deine Nummer. Wie reagiert ihr? Boah, das ist tatsächlich bisher noch nicht, also ich habe meinen Song bisher noch nicht im Radio gehört. Boah, hörst du nie Radio? Ich höre nie Radio. Ja. Ich bin halt wirklich, ich höre halt irgendwie viel über meine hier über DSPs irgendwie, ne? Und wähle mir da meine eigene Musik aus und komm halt grundsätzlich, ich bin halt immer so Nachrichten und so, ich finde sowas immer ganz, mich nimmt das immer vollkommen ein und so, und auch mit Werbung kann ich nicht umgehen, das ist auch beim Fernsehen genau das gleiche, deswegen gucke ich auch kein Fernsehen, weil mich das echt immer einsaugt und das, ich habe das Gefühl, dass es mir weniger bringt, als dass es mir Schaden zufügt und deswegen, aber trotzdem hört man ja oft Radio und ich bin oft auch irgendwie in Einkaufsläden, wo dann irgendwie irgendwas läuft oder so. Meine Frau und mein größerer Sohn, der Louis, die waren zusammen im Einkaufsladen und da lief dann mein Song und der war komplett versteinert. Der war komplett, hat dann Augen ganz weit aufgerissen, hat den Mund geöffnet und war so, das ist jetzt ein Traum und halt komplett so, kneif mich mal und das ist ja Wahnsinn und das war schon, der schon sehr, sehr begeistert war der davon, ja. Wir sind begeistert von dem Song. Wenn du jetzt den ESC gewinnen solltest, wie sieht die Party danach aus? Gute Frage. Die Frage wurde mir noch gar nicht gestellt. Wie sieht die Party danach aus? Ich wurde bisher immer nur gefragt, wie reagierst du dann? Und da habe ich gesagt, da will ich mir gar keinen Plan machen, wie ich dann reagiere. Aber ich weiß so oder so, wenn wir da durch sind mit der Sache, dann lassen wir es, ob wir gewonnen haben oder nicht, lassen wir es einfach heftig krachen. Ganz klar. Bin mir sicher. Das wird knallen. Okay. Und dann kommst du definitiv auch nochmal wieder und bringst ein ganzes Album mit, richtig? Ich werde ein Album so früh wie möglich auf jeden Fall raushauen, ja. Wir freuen uns auf dich und drücken dir wahnsinnig fest die Daumen und sind uns sicher, dass wir nicht hinten landen, sondern stark. Weiter stark. Oben. Ja, ja? So, nehme ich dankend an. Wie gesagt, Dankeschön und viel Glück. Ja, danke dir. Radio SAW. Das Radio SAW Interview.